Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem verrückten Experiment. Ich bin wieder euer Multiplanet und zwar heute, seht ihr schon meine Drohne, heute ein kleines Experiment mit meiner Drohne und zwar, ihr seht hier auch schon auf dem Tisch einige Sachen liegen hier. Hier ist zum Beispiel da einfach eine Box, wo der Smart Controller drin ist, ein Share, noch ein weiterer Kamera, Akku, Klebeband, ein Wollen. Ja, und für was brauchen wir das alles? Naja, da fällt noch was genau. Klopapier rollen, oder? Wird dann wieder aufgegeben. Und zwar, wir werden mit der Drohne versuchen, eine Bierflasche aufzuheben. Also einfach ein Bier, einen halben Liter, werde ich versuchen, mit der Drohne hier aufzuheben. Der Akku, was in der Drohne ist, ist vollgeladen. Also da besteht kein Problem. Ich werde die Konstruktion versuchen aufzubauen. Ich schätze mal, ich werde einfach da zweimal die Wollen umwickeln, da auf die beiden Seiten, da einmal und da einmal. Und dann unten zusammenfahren, gerade. Und nach dem Befestigen einer Bierflasche oben, wo der Deckel drauf ist. Und auf dem Klebeband festkleben das Ganze. Und das kommt dann da so drauf auf die Drohne, einfach zu schonen, und dann werden wir mal probieren, ob die Mavic 2 eine Bierflasche aufhebt. Normalerweise dürfte sie ja schon schaffen, die hat sehr viel Kraft. Hoffe, das Experiment geht nicht irgendwie schief oder so. Wir sind auf jeden Fall da, hier auf der Terrasse bei mir, da ist nicht so viel Platz. Mal schauen, wo wir genau die Drohne hinstellen werden. Irgendwo bist du da, wo da und da und da zum kleinen Tisch genug Abstand ist. Ja, mal schauen, wie das so verlaufen wird. Da auf jeden Fall meine Katze. Ich glaube, die ist nicht so überzeugt von meinem Vorhaben da. Die ist schon abgehauen, die war vorher bei mir. Na Katze, wie schaut's aus? Mir. Na, ich glaube, die ist nicht so überzeugt auf jeden Fall. Ja, ich werde das mal vorbereiten und dann sehen wir uns wieder, Leute. So Leute, hier sind wir nun. So schaut das Ganze jetzt aus. So, also ich werde die Kamera mal ein bisschen nach oben dran, so. Das ist, glaube ich, gerade. So. So schaut das Ganze aus. In dem Fall, das haltet da gut. Das Bier ist da befestigt. In dem Fall besser. Keine bezahlte Werbung oder so. Das stimmt also von da, das hat bei Drohne so befestigt. Das kommt dann so her. Das werde ich mal demonstrieren, wie ich mir das vorstelle. Okay, das ist schwerer als wie gedacht. Aber es dürfte so. Wow. Dürfte so funktionieren. So. Und dann dürfte das auf der Drohne so sitzen und. Ja, so dürfte sie fliegen. Dann, für normalerweise, wenn alles gut geht. Boah, die Drohne ist sau schwer mit dem zusätzlich dabei. Und boah, das könnte echt in die Hosen gehen. Ja. Das darf man auf jeden Fall nicht verpassen. Okay. Also, ich werde das oben bei der Drohne auch nochmal befestigen. Ich glaube, so sieht man mich gut. Ich war oben bei der Drohne auch nochmal mit dem Klebeband hier in dem Fall, weil das auch nochmal befestigen, weil nicht, dass da das in die Rotorblätter reinkommt, das wäre in dem Fall ganz, ganz schlecht. Ah, wäre in dem Fall ganz schlecht. So schaut auf jeden Fall jetzt einmal aus. So, ja, Wind wäre jetzt auch nicht so gut. Ja, ich mache das mal, und wenn alles gestartet ist, die Drohne gestartet ist, dann hole ich ihn wieder, oder? Nein. Weißt du was? Ihr könnt jetzt einfach zuschauen, wie ich das jetzt machen werde. Ihr könnt jetzt mal einfach zuschauen, wie ich das machen werde. Das war zu wenig natürlich. So. Alles für die Wissenschaft. Beziehungsweise einfach, ja. Einfach, weil es mich interessiert und euch bestimmt. Aber was die Drohne kann, die Mavic 2. Sehr teure Drohne. Was?
Man muss jetzt aufpassen auf jeden Fall, ich darf nicht über die Sensorik drüber kleben. Sonst dann habe ich das nächste Problem, weil dann lässt die Drohne nicht abheben, glaube ich, oder so. Irgendein Problem hat sie dann, wenn man über die Sensorik klebt. Okay, das ist nicht gut. Das ist über der Sensorik, vor allem nur auf meiner Seite. Das ist ganz schlecht, das muss ich gar nicht. So. Lassen wir mal so. Wird wohl schief gehen. Ach, wow. Können wir mal starten. Ich glaub, da war er. Shit. Jetzt kann ich nicht mal starten. Ist das der Ernst? Ist das gerade mein Ernst? Das habe ich auch nicht bedacht. Alter, Freude. Dann stellen wir ein bisschen weiter her. Ach, Mann. Der ist doch. Ich muss jetzt kurz einen Akku schnappen von der Drohne. So, also, der Akku sitzt da so drin, also ist da der Startknopf. Shit, das kann nicht sein. Das hätte ich davor machen sollen. Ma. Das geht jetzt in Rücken. So, jetzt an. Okay. Jetzt ist die Drohne aktiviert. Und jetzt an. Werde ich noch ein bisschen Klebeband verwenden. Und sie noch ein bisschen gegen Verschieben sichern. Das dürfte aber reichen. Das ist nur ein kurzes Experiment, ob das Ganze denn funktioniert. So. Natürlich kurz wie vor jedem Flug. Ja. Ah, das ist ganz schön locker. Ja, von mir aus, der Draht sich auf jeden Fall leichter gut an. Ja, Motor klingt normal. Passt. Klingt normal, das stört nicht. Die Drohne bewegt sich da nicht weit weg. Okay, das könnte auf jeden Fall gut gehen. So, ich werde das noch so platzieren. So, und dann den Smartphone drunter starten und dann schauen wir mal nicht. So, also die Drohne ist mit dem Smartphone drunter verbunden. Ich stehe hier neben euch. Gehen wir mal in die Go-App rein. So, Leute, damit ihr es auch seht, ich bin verbunden. Versionsüberprüfung, neueste Version, sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie warm der Akku ist. 26,8 Grad. Das passt auf jeden Fall. Boah, das. Boah. Hab sie das gerade gesehen? Im Gott erschreckt. Oje. Okay, das geht weg. Das ist schlecht. Das soll nicht weggehen. Das ist. Das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal festmachen. Das gefällt mir nicht. Über die Sensorik werde ich nichts kleben. Das ist mir zu gefährlich. Weil die Sensorik ist wichtig, damit die Drohne weiß, wie hoch sie ist. Und wenn sie das nicht weiß, dann ist das ein Problem. Sie hat zwar das GPS-Signal, aber am Boden, beim Start, nutzt sie die Sensorik, und da ich nicht genau weiß, was dann passiert, will ich es nicht unbedingt ausprobieren. So dürfte das hoffentlich halten, funktionieren. Ja. So, und dann mal nochmal. Motor starten. Ah, scheiße. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Vor allem ganz schlecht für den Motor. Scheiße, das ist eine ganz schlechte Idee, war das gerade. So, also, ich steige jetzt drauf auf die Schnur. Huch.
Okay, sie ist in der Luft. Ich denke mal ein bisschen weiter wegbocken. Ich muss sie kurz ein bisschen weiter wegbocken. So, Stativ ein bisschen weiter wegbocken. Daher. Jedenfalls so. Und dann? Da. Jetzt den Controller wieder in der Hand. Wieder ein bisschen rück hinterfliegen. Sondern direkt darüber sind. So. Und dann werden wir mal schauen, wie das geht. Okay, es geht scheinbar nicht. Okay, das ist ganz schief gegangen. Also, es hat sich gerade wieder verfangen im Rotor. Die Drohne hat scheinbar nicht genug Leistung, um in diesem Fall ein Bier aufzuheben. Halber Liter. Finde ich arg, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen schwach. Ja, okay. Ist auch nicht so leicht, so ein Bier. Aber es geht auf jeden Fall leider nicht. So, er hat mir auf jeden Fall eine Fehlermeldung geschrieben. Eine ganz interessante Fehlermeldung. Nämlich, sowas habe ich noch nie gelesen, kann nicht abheben. Den Modus und alles und oben bei der Batterie, ich hoffe ihr seht das, da oben 0%, also wenn man das nicht genau sieht, ich werde es nochmal einblenden da oben, ich werde noch einen Screenshot machen, da steht auf der Fernbedienung 0%, was arg ist. Ja, das ist echt arg. Da steht 0%. Also, weiß ich nicht, war das irgendwie gerade eine Not aus oder so? Also, das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich werde eigentlich da jetzt einfach mit dem Stativ dahin bewegen. Jetzt habe ich da mal hingestellt. Ich werde uns das jetzt mal zusammen anschauen, was denn die Signale da drunter sind. Ich stelle das Bier mal weg. Das hat sie auf jeden Fall nicht geschafft. Schade. Ab Bier schafft sie nicht. Okay. Das ist interessant tatsächlich. Aber sie sagt tatsächlich, der Akku ist leer. Also, ich weiß nicht, ob sie das sieht. Aber, wenn sie es nicht sieht, das müssen wir auch glauben. Da. Der blinkt da oben. Ganz leer blinkt er. Und jetzt ist er wieder voll. Aber, ich glaube, Akkuüberlastung soll das bedeuten. Auf jeden Fall, da blinkt nur ein Strich. Dass ich nichts abzukriegen habe, so, weil die Drohne einfach neu starten. Und dann werden wir uns die ganze Sache nochmal anschauen, ob sie denn noch startet, was ich natürlich hoffe mit dem Akku. Nicht, dass ich da jetzt den Akku geschrottet habe. Das wäre ganz, ganz, ganz schlecht. So, ich werde mal so hinstellen und dann schauen wir mal, ob die Drohne denn noch startet. Ah ja, ja klar. Erst einmal einschalten natürlich. So. Okay, sie sagt noch immer, der Akku blinkt noch immer. Okay. Das ist interessant tatsächlich. Habe ich jetzt den Akku gestrottet? Verbleibende Batterien leuchten nur noch für Rückkehr, bitte umgedrückt für eine. Hä? Habe ich jetzt den Akku kaputt gemacht? Nein. Also Spannung beim Akku ist normal, 16,5 Volt. Sie lässt die Drohne nicht starten. Nein, sie lässt... Ich kann euch das einmal sagen. Ich halte die Fernsteuerung. Ich kann sie nicht starten. Okay, passt. Gut.
Dann werden wir sie nochmal ausschalten. Und die werden auch noch einen Akku probieren. Das ist ja echt seltsam. Also sowas hatte ich noch nie. Tatsächlich, aha, das ist auch interessant. Der Akku, wenn ich so in der Hand halte und drauf drücke, blinkt nur einfach nur das Licht, so als wie wenn er komplett leer wäre. Der Akku ist jetzt in dem Fall ja lauwarm, nicht aufgebläht oder so, also nichts Auffälliges. So, habe hier natürlich noch einen normalen Akku, diesen hier, Bobby. Wenn ich dort drauf drücke, dann sehe ich ja alle Vierer leuchten. Die werden wir rein tun und dann mal schauen, ob die Drohne damit abhebt. Also sowas finde ich sehr interessant. Sowas ist mir tatsächlich noch nie passiert. So. Kompassfehler jetzt auch noch einmal. Kompassfehler. Ja, passt. Ich werde die Drohne kurz mal kalibrieren. Das schneide ich jetzt raus, weil ich glaube, es weiß jeder, wie man bei der Drohne Kompass kalibriert. Sonst, falls ihr es nicht wisst, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr ein Video darüber machen sollte, wie das funktioniert. Gut, ich werde es mal kurz machen und dann bis gleich. So Leute, I'm back. Kamera ist scharf. Ah, Kompass ist kalibriert. Drohne fliegt normal. Also da passt alles. Okay. Also, Drohne passt alles auf jeden Fall. Das mit dem Akku. Da werde ich noch schauen, was los ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall sehr interessant, hatte ich jetzt noch nie. Dass der Akku wirklich so tut. Also, ich würde sagen, wir gehen mal der Sache jetzt nochmal auf den Grund, was denn los ist mit dem Akku. Dafür nehme ich euch von Stativ runter. Die Drohne lasse ich mal derweil da stehen, beziehungsweise ich werde sie mal da auf den Tisch irgendwo raufstellen. Da. So. Kurz die Kamera rumhängen, das tue ich immer. So. Dann nehmen wir den Kandidaten. Nein, das ist der falsche. Genau. Das ist der Kandidat. Nehmen wir den Kandidaten mal mit und schauen wir mal, was er denn hat, wenn ich mir die richtigen Staffeln gezogen habe fürs Haus. So, ist auf jeden Fall mehr Anzahl Akku. Der erste Akku. So, in mein Zimmer anbelangt. Den Akku mal daher. Das Ladegerät mal nehmen. Wow. Warum muss da immer was mitgehen? Das mache ich noch an. So, das Ladegerät von der Drohne. Stelle mal da her und stecke hier bei meinem Solarstrom mal schnell an. So. Ich lade meine Drohne-Akkus übrigens immer mit Solarstrom. Ja. Stecke mal an. Und was passiert? Grünes Blinken, das ist gut, das heißt laden. Hä? Was? Der Akku lädt, als wie wenn er komplett leer wäre. Okay, also das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn ich den jetzt rausnehme und draufdrücke. Okay. Scheinbar muss man den jetzt komplett wieder aufladen und kann nicht mehr verwenden zu fliegen. Das finde ich arg. Okay. Ja. Gut.
Ich werde jetzt nur ein Video aufnehmen, ein Reichweitentestvideo mit meiner Drohne. Ja, und mal schauen, was bei der Sache rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende des Videos bekannt geben. Na? Dann sehen wir uns. Ja, hallo Leute, hier bin ich nun wieder. Hier ist auch der Akku von vorhin, Batterie Nummer 1. Und zwar, der ist jetzt vollgeladen wieder. Ich habe mich angesteckt zum Laden und er scheint wieder normal zu sein. Also es war scheinbar eine Überlastabschaltung und da kann man den Akku gar nicht mehr verwenden. Das ist ganz schön interessant. Ja. Ist halt passiert, Akku funktioniert, Gott sei Dank noch, ist nicht kaputt. Also kann man glaube ich einschalten, ne? Ja, wird funktionieren, da ist die Kartone angeschlossen, also von daher geht's da nicht. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich war's wieder, euer Multiplanet aka Marcel. Ciao Leute!